Da müssen wir uns auf jeden Fall hier irgendwo zwischen die Häuser zurückziehen. Hier mal irgendwo hocken oder so, dass ich das irgendwie irgendwo. Ami. Ami. Ja. Mit dem Fernglas kannst du uns nicht sichern. Nehmen wir die Waffe in die Hand. Natürlich. Ja, ist klar. Ich habe einen Schützen da drüben. Also bei der Bombe. Da unten. Ich habe noch einen vereinzelten Schützen, die Straße runter hier rechts. Rami, da unten war der. Da unten, da unten. Guck doch mal dahinter. Ja. Da hinten. Links. Links vom Haus oder rechts vom Haus? Da hinten, wo der Kreis ist. Ah, ja, das sag ich doch. Deswegen da hinten sind sie. Jetzt kommt er hoch. Was machst du? Mach deinen Fallschirm auf. Mach doch deinen Fallschirm auf. Du sollst deinen Fallschirm aufmachen. Rami? Hast du einen Funk ja. nicht eingestellt? Du solltest dich melden. Sicher, oder? Ja, da unten haben wir noch Kontakte, pass auf. Oh, der Bradley ist umgekippt. Ja, mach mal das. Hol die Winde. Hat der Schorsch bitte zu viel gegessen, oder? Zwei verletzte Fahrzeuge. Ich könnte da nichts mehr ausrichten. Vielleicht mit Gottes Hilfe. Ich hab gesagt, setz Mille zentral und nicht auf die linke Seite. Denk dran, als ich die Panzerfaust am Rücken hab, damit hab ich so einen Arm wie schnell geknackt. Ruf doch meinen lieben Gott an. Bete zu Zeus. Mach ich. Ja, ich bin am LKW angekommen. Okay, Paul hat's erwischt. Den Schützen ausgeschaltet. Okay, sicher mich Richtung Süden weiterhin. Ich gehe zurück. Paula, Brami! Ja. Du sollst mich sichern und nicht fortrennen. Mich doch. Ja, indem du fortrennst. Ich renn vor, ja. Nein, du, wo ist ein Feind? Doch nicht bei uns im LKW. Mann, Mann, Mann. Erstmal ballerst du irgendwo im fremden Dorf rum, damit der Gegner weiß, dass du da bist, und dann greifst du eine Option an. Ja, wenn du irgendwo bist, dann klopfst du da auch erstmal. Wieso ist. Ey, das muss doch noch die Verteidigung vorbereiten, Mensch. Ich steh doch schon lang. Armee. Ja. Nimm die Waffe in die Hand. Ja. Damit du schneller schießen kannst. Mit dem Fernglas siehst du nichts. Die sind 100 Meter weg von uns. Die sind ganz nah. Also kommt nochmal Überflug. Jetzt bin ich mal gespannt. User left your channel. Das führt das Bad zu. Alter! Ich würde jetzt ganz auch einen Black Hawk Down, aber da waren ja noch nicht mal Propeller dran an dem Ding. Okay, mal kurz anhalten, Müller absetzen und beobachten. Nicht auf der offenen Pläne, bitte. Ich möchte in den Wald. Ja, am Waldrand, ist klar, ja. Das habe ich gesehen. Ey, wir sitzen am Steuer vom Lastwagen. Ey, da war gerade Lecky. Da ist einer rumgehüpft, ich weiß nicht. Ja, Lecky, Jack ist da über die Straße gelaufen, ich hab da richtig weggerotzt, ey. Nein!
meine, wer durch links und rechts guckt, wenn er über die Straße das geht. So sehe ich das. Danke, Jack, danke. Ja, gegenseitig, nicht immer nur einer. Der kommt bestimmt nicht mehr hoch, ey. Komm, ich bin doch quasi fast drüber gehüpft. Ja, das heißt, ich bin mal irgendwo in den Sunny. Ich fühle mich so polnisch gerade. Er hat die Backsteine vergessen. Oh, oh. Ja, schon mal spät, aber sieht im Moment alles ruhig aus. Keine Feindkräfte sind erkennbar. Du lügst doch! Aber ich sitze hier fest und schlafe. Zivile Kontakte gesichtet. Nun kann ich erkennen. Auf 1, 2, 9 Grad. Ja, die Spaltkarte liegt hier. Ich bin relevant. 105 Meter entfernt. Ja, ich bin beruhigt. Ja. Oh shit. Stabil los, da. Wir gehen. Direkt vor uns. Das rechts neben dir. Das ist dieser Pilz. Ich weiß nicht das Ding hier, oder? Ich hoffe, es ist ein. Nein, das ist ein Pilz. Sieht so. Wir müssen mal öfter Elvis seine Videos gucken, da gibt's auch so ein Ding. Ah, oh, willkommen, mein Freund. Wie zufällig ist Obst? Guckst du hier Melonen? Kauf hin. Erstens, Kollege, ich nicht dein Freund. War gut gemeint, aber oh, das Obst sieht nicht frisch aus. Das liegt doch schon seit 14 Tagen hier rum, oder? Nein, frisch da oben aus dem Berg. Guckst du hier, schöne Melone. Ja, aus dem Berg da oben. Wo sind da Bäume? Da sind keine Bäume. Da, die Zeit ist frisch. Nein, nein, nein. Also ich hab gerade gegessen. Kaufst du hier, guck. Okay, bleib stehen. Die Leute sind neben uns. Ja, ich seh schon. IOD hat er. Ich steig mal aus. IOD ist ID auf Bayerisch. Ja, beim Schorsch. IOD, ich hab ne IOD. Stimmt. Okay, wir haben hier wieder keinen Eingang, gehen weiter rum. Ich kann nichts machen mit dem. Ich auch nicht. Wer ist das? Boogie. Charlie und Boogie. Nein. Wenn es über den Kisten ist, müssten die eigentlich gleich wieder aufwachen. Ja, werd du mal von einem Panzer erschlagen. Was? Und ziehst ihn hin auf den Beton, dass er besser liegt, oder was? Genau. Also Ketten funktioniert nicht. Jetzt wischt er den Boden auf. Also fahren lässt, würde ich jetzt so belassen. Ja. Wie gesagt. Wir haben 3 Reserve. Ja. Okay, 2, 1, komm zurück. Nein. Wir kommen nicht zurück, wir verbluten hier alle jämmerlich. Stahlbäume? Ich hab's noch gesagt, fliegen kann er ja, aber fahren. Na ja. Da gibt's keine Bäume in der Luft. Also... ist nicht in der gewissen Höhe. Dann fliegst du falsch. Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, der will bei uns mitfahren. Ja. Herr Joker, du hast ja alle IDs auf dem Weg entfernt, dann brauchen wir dich nicht mehr. Ja, super. Ich hab mal. Nein, niemals. Da stand neben dem Auto. Ich bin nur rückwärts. Alter, ich muss entschuldigen, er fährt heute zum ersten Mal. Das sagt der, der unser Auto kaputt gemacht hat. Laden jetzt ein. Erste Hilfe, dann. Lad ihn ein. Das geht schnell. Ich bin doch schon wieder am Leben. Willi, ich helf dir. Bleib stehen. Bist du. Mutti! Geißelst du ihn?
Nix, Mutti. Wenn ihr Herrn freundlich dazu überredet habt, dass er von uns noch gut behandelt wird, bitte alle hier nochmal versuchen. Ja, warte, weil ich wieder drin bin. Warte, ich geh raus. Nein! So, ein Dreck. Ey! Weggespawnt. Da ist er wieder. Oh, Zeitreise. So, dann machen sich bitte, Hunde wieder. Igel und Elvis, nehmt euch bitte mal den Pfennig, führt ihn zurück zur Stelle, wo wir die Lastwagen haben. Negativ, wir verfolgen den Gefangenen. Jawohl, so verstanden. Jetzt steht er. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er da. Alter. Bleib stehen, Bungi! Okay. User joined your channel. Ich hier, Achtung. Auf dem Boden. So. Der geht auch. Wie kann man den geiseln? Das ist eine blöde Frage.